Grüßt euch und willkommen zu Minicut am 33. Sonntag im Jahreskreis. Der 33. Sonntag im Jahreskreis ist der letzte Sonntag im normalen Jahreskreiszyklus. Am nächsten Sonntag haben wir schon das Christkönigsfest und am übernächsten Sonntag schon den ersten Advent, womit das neue Kirchenjahr beginnt. Providenziellerweise hat der normale Jahreskreis genauso viele Sonntage, wie Jesus Lebensjahre hat. Sehr schön, kann man sich einfach merken. Mit dem nächsten Sonntag gehen wir schon aus der Lebenszeit Christi hinaus und feiern ein künftiges und auch schon jetzt präsentes Geheimnis, aber dazu mehr am nächsten Sonntag. Zurück zum jetzigen Sonntag. Also, wie ihr euch vorstellen könnt oder sicher schon längst kapiert habt, zirkuliert der Jahreskreis genau um die Lebensgeheimnisse Jesu. Advent, wir bereiten uns auf sein Kommen vor, Weihnachten wird er geboren, Fastenzeit bereiten wir uns auf sein Leiden vor, Auferstehung wird gefeiert, Pfingsten die Gründung der Kirche und an den anderen Sonntagen betrachten wir die restlichen Lebensgeheimnisse aufgeteilt über das Jahr, aber chronologisch irgendwie nach dem Geheimnis zwischen geboren werden, zum Himmel fahren und worum geht's morgen? Um die Wiederkunft Christi. Das ist der letzte Sonntag im Jahreskreis. Und da hören wir in der ersten Lesung eine Lesung aus dem Propheten Daniel, der prophetisch, apokalyptisch von dieser Zeit handelt und sagt, ich habe wieder eine altmodische Übersetzung, aber es tut nichts zur Sache, die Bibel ist trotzdem die gleiche. In jener Zeit wird sich Michael, der große Engelsfürst, der die Söhne deines Volkes beschützt, erheben. Heiliger Erzengel Michael, erinnert euch, wir haben ihn am 29. September gefeiert. Der Papst hat im Oktober gebeten, dass wir ihn wieder nach jeder heiligen Messe anrufen, weil er der Beschützer der Kinder Gottes, des Volkes Gottes gegen die Angriffe des Satan ist. Also in jener turbulenten Zeit wird sich Michael erheben, der die Söhne Gottes, die Kinder Gottes, das Volk Gottes beschützt. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie nie da gewesen ist, seit es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Ich rate euch, das morgige Evangelium, das Evangelium vom 33. Sonntag kommt aus Markus Kapitel 13. Lest das ganze Kapitel. Wir hören im Evangelium nur einen ganz kurzen Abschnitt. Aber im ganzen Kapitel redet Jesus von den sogenannten Turbulenzen der Endzeit. Und man darf nicht so menschlich sich das vorstellen, wie wenn die Endzeit nur eine ganz kurze Spanne wäre. In biblischer Zeit hat die Endzeit eigentlich begonnen mit der Himmelfahrt Christi, weil in dem Moment, wo Gott Mensch geworden ist, trifft sich Endzeit und chronologische Zeit. Also im Himmel gibt es keine Zeit und wenn Gott Mensch wird, dann wird da was gebrochen im normalen Ablauf der Zeit und wir leben seither in der sogenannten Endzeit. Und Jesus führt trotzdem einen Zeitablauf in diese Zeit hinein, in der er sagt, glaubt nicht, dass ich sofort wiederkomme, sondern erst müssen passieren und er spricht davon, dass Erdbeben kommen werden und dass sich Völker gegen Völker auflehnen werden und dann sagt er aber, das ist noch nicht das Ende, denn erst muss das Evangelium allen Nationen verkündet werden. Also der Herr spricht ganz klar davon, dass bevor er wiederkommt, das Evangelium allen Nationen verkündet werden muss. Jetzt erst sind wir in der spannenden Situation, dass wir wissen, dass das Evangelium wirklich bis an die Enden der Erde verkündet worden ist und wir in viel ungewisserer Bereitschaft leben müssen, zu wissen, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, wir wissen aber, dass er wiederkommt und dass er jede Sekunde wiederkommen könnte. Denn alle Zeichen, von denen er geredet hat, sehen wir permanent sich erfüllen. Ja? Erdbeben überall, Naturkatastrophen, Kriege zwischen Völkern. Im Evangelium vom letzten Samstag hat Jesus sogar gesagt, wer weiß, ob der Menschensohn noch Glauben vorfinden wird, wenn er wiederkommt. Also selbst die Tatsache, dass es eine große Apostasie geben wird, also Glaubensabfall bis zur Höhe von nicht nur Priestern, sondern Bischöfen und Kardinälen, sogar das hat der Herr vorausgesagt und davon redet sogar der Katechismus. Ja? Also umso erstaunlicher, umso turbulenter, umso bedrängender die Zeit, umso größer die Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt. Und um diese Wiederkunft Jesu sollen wir beten und für die sollen wir bereit sein. Und wir beten sogar jeden Tag in der Heiligen Messe darum, wenn wir nämlich sagen, deinen Tod, du Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. In anderen Worten, komm, Herr Jesus. Also, schon Daniel redet von dieser Zeit. Also eine Not, wie sie noch nie da war. Und dann heißt es, werden viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schande. Mit anderen Worten, schon bei Daniel, schon im Judentum, geht es darum, dass einige zum Leben erwachen werden, andere zur ewigen Schande, neutestamentliche Sprache, zur Hölle. Also zur Verdammnis. Nicht, weil Gott sie verdammen würde, sondern weil sie selber sich im Leben gegen Gott entschieden haben. Die Frommen oder die Verständigen, heißt es in der neuen Übersetzung, werden in alle Ewigkeit leuchten wie der strahlende Himmel und die, die viele
zur Gerechtigkeit, also zum guten Tun geführt haben, werden leuchten wie die Sterne. Das ist so wunderschön. Denn heute, damals hat man vielleicht gedacht, die Sterne sind irgendwelche Lichter am Himmel, die das Licht der Sonne reflektieren. Heute wissen wir, dass jeder Stern eine Sonne ist. Ja? Und eigentlich ist ja die Sonne das Symbol für Christus. Aber hier heißt es, dass die Gerechten, die im Buch des Lebens verzeichnet sind, wie kommt man in das Buch des Lebens? Na, durch die Taufe und durch Bleiben in der Taufgnade, also ein Leben aus den Sakramenten, wie immer, Verbundenheit mit Christus. Verbundenheit mit Christus heißt, ich werde verwandelt in einen anderen Christus. Christus ist die Sonne schlechthin. Die Sonne ist das Symbol für Christus. Wenn wir alle leuchten werden wie die Sterne, bedeutet das, dass nicht, dass ich aus mir selbst daraus ein Licht hätte, sondern weil ich ganz eins mit Christus geworden bin, kann ich dann leuchten wie ein Stern. Das ist unsere Bestimmung. Gott hat uns geschaffen, wie Sterne am Himmel zu leuchten und die dunkle Nacht zu erleuchten und für andere Leute zum Licht zu werden. Davon ist hier die Rede, davon ist im Philipperbrief die Rede, davon ist im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 die Rede. Immer wird dieses Licht benutzt, dass die, die ganz mit Christus vereint sind, selber zu kleinen Sonnen werden. Nicht, weil wir selbst aus uns heraus irgendein Licht hätten, aus uns heraus haben wir gar nichts. Aber weil wir mit Christus vereint sind, werden wir zu kleinen Sonnen. Sein Licht leuchtet in uns. So, und im Evangelium spricht Jesus dann genau auf diese Not an, die, von der Daniel hier gesprochen hat, und sagt, in jenen Tagen nach der Drangsal wird die Sonne sich verfinstern und der Mond und die Sterne werden nicht mehr sein. Also es wird eine große kosmische Katastrophe sein. Die Bibel ist ganz klar über das Ende der Welt. Ja? Himmel und Erde werden vergehen. Es gibt ein Ende zu dieser Schöpfung und dann wird es eine neue Schöpfung geben, die aber trotzdem in irgendeiner Weise eine Kontinuität zur alten Schöpfung haben wird, denn wir alle, die wir getauft sind und in Christus leben, sind schon die erste Frucht dieser neuen Schöpfung. Die Sterne werden vom Himmel fallen, also kosmische Katastrophen. Und dann wird man den Menschensohn auf den Wolken kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Warum ist dieser Satz so wichtig und ihn gut zu kennen? Es gibt immer wieder Propheten und solche, gerade solche Gurus in Asien, die sagen, ich bin Jesus, ich bin der wiedergeborene Jesus, ich bin eine andere Inkarnation von Jesus, ich bin irgendeine Dasein Gottes. Nein, Jesus hat ganz klar gesagt, beim nächsten Mal, wenn ich wiederkomme, erstens, ich werde wiederkommen und zweitens, wenn ich wiederkomme, dann wird es für alle ganz deutlich erkennbar sein, auf den Wolken des Himmels. Am Himmel wird man das Zeichen des Menschensohnes sehen. Man weiß nicht genau, was darunter zu verstehen ist. Die Tradition hat darunter immer verstanden, die Sichtbarkeit des Kreuzes, ja? Dass der Gekreuzigte erkennbar an seinen Wunden und an seinem Kreuz, also den Zeichen seines Leidens, seiner Liebe zu uns erkennbar sein wird. Wir brauchen keine Angst haben, dass Jesus irgendwo in Indien in einem Guru wiedergekommen ist oder in Jerusalem und wir wissen nichts davon. Wenn er kommen wird, dann wird er für alle sichtbar sein. Und dann sagt Jesus noch, schaut, ihr könnt die Zeichen der Natur erkennen. Er nimmt in Israel das Bild des Feigenbaums. Wenn der grünt, wisst ihr, es kommt der Sommer. So sollt ihr auch wissen, dass wenn ihr all das eintreten seht, dass das Ende nahe ist und das Ende kurz vor der Tür steht, dass er nahe ist, Christus. Mit anderen Worten, natürlich sehen wir die ganze Zeit diese Zeichen der Endzeit und wir sehen sie immer radikaler. Das ging aber wahrscheinlich jeder Generation so. Ja? Und das soll auch so sein, weil jeder von uns jederzeit bereit sein soll, dass Christus wiederkommt. Denn selbst wenn ich den Tag nicht erlebe, wo er auf den Wolken des Himmels kommt, habe ich ja meinen eigenen jüngsten Tag, meinen eigenen Tag, wo er kommen wird, wo ich sterben werde und wo er kommen wird, um mich zu holen. Ja? Und auf den muss ich ja genauso vorbereitet sein wie auf den sogenannten Untergang der Welt. Und deswegen ruft Jesus zu dieser Dringlichkeit und lädt uns in diesen letzten zwei Wochen des Jahres quasi wie zur Art Exerzitien im Alltag ein, indem wir auf das ganze Jahr zurückschauen und schauen, bin ich mit Christus verbunden? Bete ich um seine Wiederkunft? Kann ich vor ihn treten? Bin ich wirklich mit, wisst ihr, wir sind natürlich alle Sünder, aber wenn wir uns dessen bewusst sind, wir brauchen keine Angst vor Jesus haben, wenn ich ihn als meinen Retter und Erlöser erwarte. Wenn ich weiß, dass er mein Herr und mein Gott ist, dass er die Barmherzigkeit schlechthin ist. Und wenn ich dieser Barmherzigkeit vertraue, brauche ich gar keine Angst um seine Wiederkunft haben. Ganz im Gegenteil, und das müssen wir, glaube ich, wirklich gerade in dieser nicht einfachen Zeit tun, ganz bewusst beten, dass der Herr wiederkommt, ja? Weil umso sehnlicher die Braut, die seine Kirche ist, ihn anruft, wiederzukommen, das beschleunigt seine Wiederkunft. Wenn uns seine Wiederkunft egal ist und wir sogar sagen, ach Herr, bitte lass dir noch ein bisschen Zeit, dann wird er sich nicht aufdrängen, ja? Der Herr macht sich vom Gebet seiner Kirche auch abhängig.
Und wir sind jederzeit dazu eingeladen, um seine Wiederkunft zu beten. Und deswegen wollen wir in dieser Woche ganz besonders mit der Braut, die seine Kirche ist, in der Apokalypse beten. Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm und rette uns.